haben wir einen Stress. Familienwochenende ist fast vorbei, aber wir sind trotzdem mit unserer Villa unterwegs. Schwiegereltern hatten eine gute Idee, dass man noch in Wohnmobil... Also meine Eltern. Ja, meine Eltern gibt es nicht mehr. Wenn ich sage Schwiegereltern, sind das deine Eltern oder habe ich noch andere Schwiegereltern? Ach nee, meine Frau. Ich war jetzt wieder geistreich. Genau. Ja, hat eine gute Idee, dass wir noch eine Ausfahrt hinten dran machen. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir genießen das Leben. Ich nicht, ich muss fahren. Ja, und dann stehe ich noch an der Brauerei, das müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt müssen wir noch sagen, wo wir sind. In der Brauerei Reichhold in Hochstahl, am Bierwanderweg. Müsst ihr unbedingt machen. 7 Kilometer, 4 Brauereien und ein Bierpass, Bierwanderpass. Kriegt man, nein, Diplom kriegst du dann danach. Naja. Ein genau. Diplom, Bierdiplom bekommt man dann. Ein Bier. Nein. So, ich trinke dann Wasser, Gänsewein. Na, einer muss. Top-Wetter. Ich habe mich gerade umgezogen und ich habe mir erst mal das kurzärmige T-Shirt rausgeholt. Meine Frau übrigens auch. Ganz was Seltenes. Aber es ist wirklich extrem warm. Ja. Hätten zwar nicht gedacht, dass wir nochmal Aufnahmen machen, aber. Wir zeigen euch dann noch mal eine schöne Strecke. Wir fahren dann die B22 Richtung Scheßlitz. Und das ist eine landschaftlich wunderschöne Strecke. Ich mache Aufnahmen da davon. Also das ist ein Traum. Hast du noch was Geistreiches? Den Platz zeigen wir dann noch. Den Platz zeigen wir dann noch, weil das ist so schön hier. Wir sind jetzt das zweite oder das dritte Mal hier? Dritte Mal. Das dritte Mal sind wir schon hier. Oder das vierte Mal sogar schon. Einmal waren wir im Winter mit dem PKW hier. Ja, da haben wir es uns angeguckt. Genau. Richtig. Also, wir melden uns nochmal. Bis dann. Bis dann. So. So wie wir euch das schon erzählt haben, gibt es hier einen Bierwanderweg. Der heißt Brauereienweg. Jetzt hast du es doch gelesen. Brauereienweg. Wir gehen mal näher ran, da könnt ihr das mal sehen. Ja. Und hier steht Weltrekordgemeinde Aufsitz. Genau. Und da sind wir jetzt. Die Brauereidichte sehr hoch ist. 4 Brauereien für 3.500 Einwohner. Na gut. Wir sind schon, nee, gelaufen sind wir es nicht, wir sind mit dem Fahrrad gefahren. Diesen Brauereienweg und der ist etwa 8 Kilometer lang, glaube ich. Zwar bergig, also hier runterwärts geht es in die Richtung nach rechts von hier aus, ist der einfachere Weg, weil man dann nur einen relativ steilen Berg hat, den man dann unter Umständen mal schieben kann. Aber ja. Man hat ja dann immer genug Brauereien da. Ja, den Tipp haben wir auch von Wohnmobilisten bekommen, wir sollen hier lang fahren und nicht da lang fahren, weil dann hat man hier den Berg runter und genau. Hat hier, wenn man hier wieder kommt, naja,
Muss sehen jeder selbst. Sehen wir her. Ja. Also ihr könnt ruhig hierher kommen. Das ist gut hier. Sehr gut. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch. Genau. Essenmäßig. Wir gehen jetzt mal runter an die Kneipe, an die Brauerei. Räder ohne Ende hier. Genau. Im Hintergrund seht ihr, wo wir sind. Direkt an der Brauerei Reichhold in Hochstahl. Hier direkt vor dem Biergarten und der Gaststube. Und das ist eigentlich das Ziel dieses Stellplatzes. Bier und gutes Essen. Bier und gutes Essen und gutes Leben. Und was ich jetzt gerade sehe, 2006 hatten sie 100-jähriges Brauerei Reichhold. Da haben sie ja jetzt 111. Ja. Ja, ja. Fetzt. Genau. Ein schönes Wochenende geht zu Ende. Leider war es nur der Sonntag, wo wir mit dem Wohnmobil unterwegs waren. Aber schön, dass wir das heute nochmal machen konnten und da nochmal so einen schönen Nachmittag verlebt haben. Und ja, und die Familienfeier war auch gut. Wir haben unsere Maxi wieder gehabt und unsere Kinder wieder gehabt. Genau. Wenn ihr einen Stellplatzfilm von hier sehen wollt, den werde ich hier an dieser Stelle verlinken. Da kann man da ganz einfach mal ansehen, wie der Stellplatz von oben und in den Einzelheiten aussieht und so weiter. Ja, bis zum nächsten Film. Nein, bis zum nächsten Wochenende. Oder bis zum nächsten Film. Ich weiß ja nicht, was kommt. Aber das nächste Wochenende steht ja auch wieder vor der Tür. Ja. Mal sehen, wo es uns dahin verschlägt. Genau. Und wir werden euch wieder dran teilhaben lassen, wenn es wieder heißt, Jens und Manu auf Fahrt. Aber wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert uns. Einen Daumen hoch. Über einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt. Freuen wir uns immer. Und über Kommentare sowieso. Die letzten waren wieder sehr, sehr lieb und sehr, sehr gut gemeint. Und wir können euch versprechen, wir bleiben so, wie wir sind. Auch wenn meine Frau mich ständig verbessern will. Und das schon 33 Jahre lang. Es lohnt nicht. Habt ihr es gehört? Macht's gut. Tschüss. Hier sind wir unterwegs entlang des Brauereienwegs um die Gemeinde Aufseß. Wir fahren hier bereits von Hochstahl in Richtung Aufseß und erreichen nach wenigen Kilometern die erste Brauerei, die sich links von der Straße befindet. Das ist Kati Breu, ein beliebter Biker-Treffpunkt, der im Sommer sehr oft von Bikern angefahren wird. Man sieht das jetzt auch im folgenden Video, wie dann viele Motorradfahrer uns hier immer wieder entgegenkommen. Hier links ist Hoheneck, die Ortschaft, in der Kati Breu besiedelt ist. Angesiedelt ist und hier links geht es dann zur Brauerei. Bergab geht es jetzt hinunter
zur Gemeinde Aufseß, die wir nach wenigen Minuten erreichen. Und schon sind wir in Aufseß. Rechts abgebogen. Ich habe das hier natürlich etwas beschleunigt, das Video. Erreichen wir nach wenigen Metern die Brauerei Rotenbach in Aufseß. All diese Brauereien sind Bestandteil dieses Brauereienwegs und vergeben entsprechende Stempel, wenn man diese Brauereien aufgesucht hat. Nun folgen wir der Straße und erreichen wenig später verschiedene kleine Ortschaften. Der Brauereienweg selbst befindet sich hier links von uns am Waldesrand. Landschaftlich sehr schön bildet dieser Weg eine tolle Perspektive für diese Wanderung, die man natürlich auch per Rad durchführen kann. Unterwegs sind einige Höhepunkte zu sehen, wie hier zum Beispiel in dieser Ortslage eine Felsformation, wo eine Kapelle in den Fels eingehauen ist, oder hier rechts dieser kleine See mit einem wunderschönen Aussichtspunkt, wo man einen herrlichen Überblick über diese Landschaft hat. Hier links ist diese kleine Kapelle. So, wir erreichen jetzt die Gemeinde Sachsendorf. Und hier ist die dritte Brauerei, die wir auf dem Weg erreichen. Und auch hier bekommt man bei der Einkehr in dieses Restaurant oder in diese Brauerei einen entsprechenden Stempel. Hier rechts befindet sich die Brauerei Starter in Sachsendorf. So, rechts weg geht's dann wieder in Richtung Hochstall, und das war der Brauereien.